Also man hat da das Haus so gebaut, dass es schön in das Ortsbild eigentlich auch reinpasst. Das ist sicher etwas Besonderes, dass man da das Haus so gestalten hat können, dass es schön integriert ist. Da sind wir jetzt im Wohnkuchenbereich vom neuen Haus St. Peter und Paul, jetzt da im ersten OG. St. Peter ist das der Bau. Und da haben wir so wirklich die ganze Verpflegung, die ganze Beschäftigung, miteinander sitzen, Zeit verbringen. Das ist der Raum, wo wir jetzt sind. Da laufen die letzten Arbeiten für einen Tag der offenen Tür, die wir haben. Man sieht gerade noch, dass die Techniker das Zimmer ein bisschen herrichten. Wir wollen einfach, dass die Leute reinkommen und so ein Musterzimmer anschauen könnten, wie es so ausschauen kann, was man alles mitnehmen kann, damit es ein bisschen wohnlicher auch ausschaut.